Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir sind wieder auf dem Heimweg, haben ein bisschen Metallschrott bekommen, werden das dann gleich zu Titan verarbeiten, werden auch was essen und werden dann versuchen, diese Fahrzeug-Modifizierungsstation-Dings-Konsole zu bauen. Dann die Seemotten-Dinge zu bauen. Dann haben wir wieder eine stärkere, bessere, tollere Seemotte. Ich brauche Luft. Das geht sich nicht aus sonst. So. Ja. Herrlich. Einfach herrlich. Da. Jetzt hoffe ich halt sehr stark... Ja, ja, ist schon gut. Jetzt hoffe ich halt sehr stark... Was? Notenergie? Kann ich essen jetzt auch nicht. Ach komm. Jetzt muss ich mir dann oben noch die Bäumchen holen, oder was? Käse. Echt Käse. Warning. Emergency power only. Jo. Oxygen production offline. Oh Gott sei Dank. Ist schon soweit. Ist wieder soweit. Sehr gut. Power restored. All primary systems online. Es wird hell, Gott sei Dank. So, darf ich da jetzt bitte? Nein? Ist aber nicht nett. Ich habe einmal Salz. Das heißt, ich könnte mir was Gebökeltes machen. Ah, ist nicht gut. Geht's jetzt an? Super. So, und kochen. So, Tupschi. Glas und Fisch. Ja, ich bin schon dabei. Ich koche ja schon. Bitte regen Sie sich nicht auf. Sehen Sie, ich habe schon. Mahlzeit. So. Und noch einen Schluck hinten noch hin. Schau, wie das geht. So, und jetzt machen wir Titan. Hoppala. Titan. Titan, Titan. So. Zweimal. Dreimal. Sehr gut. Titanbahn brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Da habe ich ja genug. Ich brauche jetzt noch den Computerchip, glaube ich, ne? Schwupp. Den Computerchip und der Kupferdraht. Computerchip, wie ist denn das jetzt? Ich vergesse das immer. Ja. Ja, ist so. Tischkoralle, Gold, Kupferdraht. Genau, zweimal Kupferdraht. Das ist schon Tischkoralle. Zwei. So. Eins, zwei, drei, vier. Tischkoralle, Kupferdraht und Gold war es, glaube ich. So. So. Also. Hier. Kupferdraht. Kupferdraht. Computerchip. So. Jetzt müsste ich das bauen dürfen. Ja. Aber warum? Warum darf ich das nicht bauen? In ein Tauchdock einbauen? Ah, an die Wand? Nein. In ein Tauchdock einbauen, ja. Aber wohin? Hä? Muss ich mir das vielleicht durchlesen? In ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Ja, das will ich ja, aber es will nicht. Bin ja schon hier, Tauchdock. Hätte ich vielleicht sowas nicht bauen dürfen? Hä? Hallo? Ich kann das auch nicht drehen. Sehr verwirrend.
Das Spiel macht nur Probleme. Manchmal, echt. Ja, warum denn nicht? Vielleicht darf die Seemotte nicht andocken. Ich pack sie mal aus. Welcome aboard, Cap Systems Online. Vielleicht jetzt. Ich tu das mal weg. Ich habe keine Ahnung, ob es an dem liegt. Tatsächlich. Ist das ein bisschen verkehrt? Schaut das nicht etwas komisch aus? Da hinten wäre es besser gewesen, oder? Warte mal. Ich baue es da hinten hin. Okay, man darf das nicht haben, diese Verstärkung. Mhm. Schülerbatterie leer. Oder was? Hallo? Kein Platz mehr, oder was? Tatsächlich. So. Das ist so doof. Dann werde ich hier, weiß ich nicht, eine Verstärkung bauen? Nein? Ein Fenster? Nein. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Hallo? Dieses Ding macht mich fertig hier. Was ist denn los? Hä? Zuerst Dekonstruktion angebauter Komponenten beenden. WTF? Hä? Was? Was tut das Ding hier? Ich bin gleich dazu. Jetzt fängt das echt schon ein bisschen Nerven an. So. Puh. So, geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Interessant. So. Und jetzt hier. So. So, das passt gleich besser. So. So passt gleich besser. So, zack. Einsteigen. Hoch. Hoppala. Ja, nicht so. Nicht so, du Pfosten. So. Unglaublich. So, geht das jetzt endlich. Herrschaftszeiten. Fahrzeugerweiterungskonsole. So. Seemotte. Fertig. Was? Rumpf. Was innen? Was Rumpf? Die Farbe? Wen interessiert denn die Farbe? Ich will jetzt... Aha, Fabrikator benutzen. Okay, so geht das. Universalmodul. Fachmodul. Okay. Ja, das jetzt mal. So. Das Fachmodul. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Sicher nicht so schlecht. Dann als nächstes. Ich muss echt schon lachen. Kann man das Ganze upgraden? So, jetzt haben wir es hinbekommen. Das ist unglaublich. Habe ich noch Materialien mit? Ah, ich nehme lieber ein bisschen. Ich nehme lieber noch ein bisschen Titan mit.
So. So und so. Geht gar nichts. Warum? Was fehlt denn? Blastahlbahn, Magnetit. Um Gottes Willen, das habe ich alles nicht mehr. Emailliertes Glas. Okay. Gut. Das könnte ein bisschen dauern. Dafür haben wir für das Dreiermodul, glaube ich, fast alles. Also den Blastahlbahn. Magnetit muss ich suchen. Ich schaue mal hier in der Umgebung. Also hier beim Scannerraum, ob er mir Magnetit ausspucken kann. Magnetit. Zwei. Okay. Muss ich an Land gehen? Da hinten zwei sind. Da hinten sind dann zwei. Okay. Warte mal. Blastahl. Bahren. Da, da. Titanbahn, Lithium. Okay, das ist nicht so schlimm. Emailliertes Glas. Bierscherzahn habe ich genug. Was, das ist auch nicht schlimm. Das heißt, ich gehe jetzt mal den Magnetiten holen. Habe ich Platz? Geht. Da werden wir Titanium. Titan werden wir hier platzieren. Da, da so. Unwahrscheinlich. Unglaublich. So, raus hier. Rauf hier. Das Messing entzücken und dann meine Runde laufen. Das sollte da hinten oben sein. Ich bin dran vorbeigelaufen. Sollte da hinten oben sein. Hoffentlich. Ist irgendwie schade. Irgendwie ist es ja auch schade, dass man nicht irgendwie so einen tragbaren Scanner hat. Dass man dann noch weiß, wo man das herkriegt. War das jetzt hier? Oder war das dort oben in der Höhle? Da war, glaube ich, eine, oder? Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Guten Tag. Hier ist es wieder sehr dunkel. Ich würde hier einen Magnetiten suchen. Zwei sogar. Wenn sie einen hätten, wäre ich sehr verbunden. Hm. Okay. Hier ist einmal keiner. Habe ich die schon gescannt? Hier ist so finster. Nein. Himmelsrochen. Himmelsrochen. Die Himmelsrochen hat einen vogelähnlichen Kopf und gefliederte Flügel, mit denen er fliegen kann. Himmelsrochen kreisen häufig um schwimmende Gebilde. Und wagen sich nur selten hinaus ins offene Meer. Sie lassen sich auf trockenem Land nieder, neigen aber bei Annäherung zur Flucht. Erstens Flügel. Obwohl seine Flügel eine gewisse Ähnlichkeit mit der Silhouette der wasserbewohnenden Rochen auf 4546b aufweisen, zeigen die Analyse nicht mehr genetische Überschneidungen mit diesen Arten, als der Durchschnittswert auf dem Planeten tatsächlich scheint sich der Himmelsrochen viel früher vom Evolutionsstammbaum abgespalten zu haben als die meisten anderen. Zweitens Ernährung, hauptsächlich Samen. Es konnte nicht beobachtet werden, dass Himmelsrochen nach Nahrung tauchen. Das bedeutet, dass sie zum Überleben auf Landpflanzen angewiesen sind. Beurteilung, ihre Gegenwart ist ein Zeichen für trockenes Land in der Nähe. Okay. Gut. Ich brauche Licht. Ah, Jesus, na. Das ist schon wieder etwas unnötig anstrengend, ne?
Aber hier hätte schon sein sollen, oder? Jetzt bin ich wieder verkehrt gelaufen, oder? Na, das ist wieder so der Ausgang. Ja, Herrschaft Zeiten. Magnetit, wo sind Sie? Ach du Heilige. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Jo, ich glaube, da ist keiner. Aber ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Mir kam vor, er hätte angezeigt auf dem Berg rauf. Bin wahrscheinlich zu weit gelaufen. Bin wahrscheinlich zu weit gelaufen. Oder zu wenig weit. Könnte auch sein, dass ich zu wenig weit gelaufen bin. Vielleicht ist es hier eher richtig. Tap, 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 tap. Da oben ist irgendwas. Da schauen Sie mal. Ah, Diamant. Verdammt. Jo. Das dauert jetzt wieder, ne? Da oben könnte auch noch was sein. Haben wir jetzt Zeit, ne? Kein Stress. Da ist was. Lidium. Die Kappen schon wieder. Ui. Nochmal Diamant. Da, 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 da. Ich glaube, ich bin daran vorbeigelaufen. Ist zum Befürchten. Verdammt. Der Planet ist aber schon ordentlich da, ne? In Bewegung. Lidium. Da ist sehr viel Lidium. Und Gold. Wow. Vielleicht bin ich ja doch irgendwie fast richtig. Ist auch ein bisschen lange her, dass ich das letzte Mal Magnetit gefunden habe. Kling, 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 kling. Man brauchen können wir sowieso alles. Verloren ist jetzt eigentlich eh nichts. Trotzdem ist es jetzt etwas komisch. Wird schon auftauchen irgendwo. So. Auf jeden Fall, das ist ja auch nicht schlecht. Diamant. Ah. Da ist scheinbar die Batterie aus. Lidium. Inventar ist voll. Kein einziger Magnetit. Nein, nein. Nein, nein. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder zurück, ne? Schande. Hilft jetzt ja eh nichts, ne? Muss ich mir das nochmal auf der Karte genau anschauen. Servus. Au. Arsch. Mistviech. Lidium wieder. Okay, Messer. Komm her. Wo bist denn? Da. Komm
komm, geht schon. Gibst du jetzt Ruhe? Mistviech. Ja. Das war nur nett gemeint. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Aha. Ionenwürfel einsetzen. Oh oh, wir haben keinen mit. Au! Es ist schon gut, du kriegst ja auch eine drüber. Schau. Komm her. Hast du es gelernt? Okay. Ich muss beim nächsten Mal hier einen Ionenwürfel mitnehmen. Ich muss ja nochmal her. Okay, okay, okay. Okay, okay. Machen wir dann glatt, würde ich sagen. Schön. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da sowas gibt. Mhm. Gut. Ja, keine Sorge, wir kommen nochmal. Ich muss hier nur noch den Ausgang finden. Dann komme ich nochmal, ganz fix. Aber erst im nächsten Part. Weil ich fürchte, den Part hier brauche ich, bis ich hier wieder rausfinde. Oh nein, war gar nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Nee, nee. Wo bin ich jetzt hier? Ah, ich hätte einfach weitergehen sollen, ich Trottel. Ist ja alles schön beleuchtet hier mit diesen Dingern. Ah. Ah, okay. Hab schon verstanden. Gut, dann bringe ich mal unsere Beute zurück. Tap, 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 tap. Bringe ich mal unsere Beute schnell nach Hause und dann nehme ich so einen Ionenwürfel mit. Und hier jetzt haben wir noch so eine violette Karte. Und dann schauen wir uns das nochmal an, ne? Vielleicht geht es jetzt doch noch aus in dem Part. Ganz interessant. Huh, huh, huh. Huh, 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 huh. Ah, huh, huh. Da muss ich mir nochmal anschauen. Wo zum Teufel das jetzt war mit dem Magnetit. Aber wir haben doch recht viel anderes Graffel gefunden. Das ist schon okay. So, boah. Welcome aboard, Captain. Ja, danke. Essen wäre gut, ne? Essen, trinken. Jo. Essen, trinken und so weiter. Trinken kann ich ja sogar, habe ich noch was übrig. So, jetzt füllen wir erst einmal hier wieder unsere Sachen auf. Gold haben wir ein bisschen was. Silber kann ich nicht anbieten. Ah, einen Blastahlbahn habe ich ja sogar noch. Sehr gut. Den habe ich vergessen. Einen Blastahlbahn habe ich, das ist nice. So, das Fasergewebe tue ich raus. Da tue ich noch den Blei rein und einen Diamanten. Einen Ionenwürfel nehme ich mit. So, die Diamanten tue ich besser alle rein. Nach Möglichkeit. Für einen hätte ich noch Platz gebraucht. Dann nehme ich die Silikongummi weg. Dann hat der noch Platz. Dann schauen wir hier. Da könnte man das reinschmeißen. Jo. Ionenwürfel habe ich mit. Ja, passt. Der zweite ist noch hier. Passt. Gut. So, was hat hier drin noch Platz? Salz könnte ich noch reinschmeißen. Ja, ich könnte auch das Lithium, weil ich sonst eh keinen Platz habe, schmeiße ich auch noch rein. Ist dabei wurscht. Egal. Wie schaut es mit Batterien aus? Da müsste eine leer sein. Ja, werden wir gleich tauschen. So. Sehr gut. Medikit, jo. Nehmen wir auch eins mit. Passt. Nehmen wir gleich eins. Seek fluid intake. Ja. Vital signs stabilizing. Ja. Ja. Die violette Karte, war die jetzt hier drin? Na, wo waren die jetzt? Meine Güte. Wo war die violette Karte? Nehme ich auch eine mit, für den Fall, dass ich sie brauche dann.
Ja, es wäre jetzt noch gut. Essen und trinken. Da schalte ich jetzt das Licht ein. So, aus damit. So, hier noch. So. Und schnell Wasser machen. Und dann noch schnell was zu essen fangen. Und stärken. Und dann können wir im nächsten Part uns nochmal das Alien-Ding anschauen. Ganz interessant. Gut. Dann schnell Happa Happa suchen. Happa Happa. Da wäre ein Glubschi. Immer die armen Glubschis, ne? So, danke. Dann... Wenn es geben würde, so ein Bumerang-Fischi, würde ich auch nicht verschmähen. Hallo? Aber wir müssen vielleicht auch sogar mal jetzt uns gegen diese Viecher dort drüben wehren. Mir kommt vor, die fressen uns die ganzen Tiere hier weg. Du sowieso. Du nervst sowieso extremst. Weg. Hä? Tupschi? Da oben. Ah, das sind die drei. Das ist schon mal gut. Dann, wo ist der jetzt hin? Hä? Da wollte ich mir noch eins fangen. Ein drittes. Nehmen wir den da. Danke. So, jetzt können wir schon Essen machen. Gut, das zu dem. Jetzt sind wir schon gestärkt. Sachen haben wir mit, Trinken haben wir mit, dann passt es schon für den nächsten Part. Jo. So, lalalala. So, und Mahlzeit. Beziehungsweise jetzt erst kochen und dann Mahlzeit. Ein drittes Mal. So, sehr gut. Und runter damit. Nom, nom und nom. Sehr gut. Den haben wir mit, den haben wir mit. Passt. Wasser haben wir mit. Alles gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich mache mich noch auf den Weg. Und dann würde ich sagen, beenden wir einfach den Part. Jo. So, ist eh ein langer Marsch bis dort oben. Jo. Ich hoffe, es zahlt sich aus. Vielleicht können wir jetzt da irgendwas aktivieren bei dem Gerätel da. Keine Ahnung. Vielleicht führen wir dadurch auch direkt die Aliens zu uns. Ja. Keine Ahnung. Möglich wär's. Vielleicht haben wir dadurch aber auch die Chance, wenn es noch Überlebende gibt, für unsere Crew, sie zu uns zu führen. Werden wir sehen. So, hier rein. Dann Taschenlampe. So, wie war das? Falsch. Hier rauf. Dab, 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 dab. So, dann gehen wir wieder ganz normal. Ja, wegen dich. Au, wo bist du? Hä? Wo ist das denn? Da. Auf die 12. Gibt's da Ruhe, du Mistviech. So. So. Ja. Wer uns wehtut, kriegt eine auf die Gosch. Fertig. So. Dann müsste es hier rüber gehen. Didio. Zack, zack. Zack, zack. Oh, dass ich jetzt hier vergessen, den Magnetiten nachzuschauen. Entschuldigung. Aber wir hätten es geschafft. Ich glaube, wir machen das jetzt noch, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Machen wir es einfach mal. Mal schauen, was passiert. Fremder Bogen.
Okay. Fremder Boden. Der Zweck dieser Konstruktion ist unklar. Theorien zur Funktion, zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendung, fortgeschrittenes Transportnetz. Ja, das glaube ich auch eher. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Okay, und jetzt kann ich da jetzt. Ich speichere mal kurz nicht, dass es mich zerreißt. Aber ich werde jetzt mal versuchen durchzugehen. Ich kann gerade gar nichts machen. Hallo. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Aber ein anderer Planet scheint es nicht zu sein. Na? Weil da drüben sieht man unser Zuhause noch. Hup, 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 hup. Vielleicht sehen wir dann wirklich Aliens noch. Alter, das Spiel ist ein Hammer, ne? Das uns hinführen soll. Ich wollte doch nur Magnetiten haben. Ursprünglich. Ah, nee. Ah, nee. Jetzt sind wir da bei der einen Insel, wo wir wo die zwei Überlebenden waren. Ihr wisst schon, ne? Wo wir die eine PTA bekommen haben. Ah so, können wir dann quasi so von Insel zu Insel warpen, oder wie? Aha. Gut, das da oben muss auch noch erkundet werden. Da muss ich mal hin. Aber der Part wäre schon zu Ende, ich muss das noch anschauen. Das ist echt übel, ist das. Wir hören hier nie mehr auf. So. Da oben, ne? Das ist irgendwas. Schaut aus, als wenn es von der Aurora wäre. Vielleicht hilft es uns ja da oben, seht ihr? Ich gehe da jetzt einfach mal rauf in so eine Bergziege. Was haben wir denn da? Schrott. Das ist schon sehr alt, oder was? Schauen wir mal. Bauplan Schrott. Schott. Nicht Schrott. Schott. Okay. Bauplan Schott. Kann man hier rein? Observatorium. Okay. Okay. Observatorium. Rein kann ich auch noch. Da haben wir mal Wasser. Innenbeetkasten. Juhu. Wie cool. Laternenbaum. Also da gibt es Sachen. Farnpalme. Larvenkorb. Du liebe Zeit. Laternenfrucht einsammeln, gerne. Ist die groß? Ja. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir gut. Dann muss ich den Baum nicht permanent killen. Den Schwammerl und das hatten wir ja schon. Wie cool ist denn das, bitte? Oh, hier. Noch eine PTA, da müssen wir aufhören.
New PDA data. Batterie Rückkehr aus der Tiefe. Okay. Alter. Scheinwerfer auch noch. Aha. Okay. Gibt's noch mehr? Ist du narrisch, hörst. Nicht schlecht. Da drüben wäre noch was. Da drüben. Vielleicht noch mehr. Oder selber vielleicht. Mann. Ich würde sagen, das schauen wir uns aber im nächsten Part an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Unfassbar. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und ist noch was. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.